Okay, ich glaube, ich sage an, ein herzliches Willkommen in der The Metze Power 2 League. Oder Metze Power League 2. Enning ist mit dabei! Ja, grüß euch, es ist das Kellerduell Nummer 1. Pim ist dabei. Zweiten Liga. Das ist der 8. Exeter City gegen den 10. derzeit Lotte. Das haben wir nicht so gut geklärt. Oh, das ist auch für mich weiterspielen. Ja, Pim, der Goalie dort auf der anderen Seite. Oh. Ist in seinem früheren Leben in der in einer Reality-Show gewesen. Pimp My Ride. Dort haben sie ihn alle nur Pimp genannt, das ist ihm geblieben. Bin gespannt, wem das überhaupt noch was sagt, die Sendung. Hast du die gekannt? Mhm. Da haben sich die Leute die abartigsten Sachen einbauen lassen. Nein! Uff. Ja, es tut weh, Exeter da unten zu sehen, aber man kann nicht viel dagegen tun. Ja. Wenn es das tröstet, viel klingeln sie die auch nicht. Was? Viel klingeln sie die ja auch nicht, wenn es dich tröstet. Naja, 4 Punkte. 4 Punkte ist Showdown. Schauen wir mal, ob er viele Chancen hat. Das größte Problem hier. Gerade bei Exeter City war es auch ein Cup. Na, so groß ist der Wuchs ja auch nicht. Was sagst du, das größte Problem? Oh. Ja. So wollte ich das nicht ansetzen. Ich dachte, wenn er einen Haken macht, schlage ich zu. Nicht, dass er dann mit dem Haken macht und dann zufällt. Drimmitsch. Oh. Ah. Oh, so zentral wollte ich den gar nicht schießen. Drimmitsch. Da war schon im Cup doppelt. Ja. Boah. Ja, ich bin schon gespannt, was das Tor des Jahres werden wird hier. Also Tor der Saison. Wir haben ja schon von vielen Spielern viele schöne Tore eigentlich gesehen. Oh. Oh, richtig. Oh, Pimp the ball. Alter, wo tust du denn hin?
Boah! Oh. Also da kann man, glaube ich, auch. Das war hart an der Grenze. Alter, willst du nicht da abgeben? Alter, tut's kuscheln oder was? Willst du nicht abgeben? Bist ja du. Ist. Gleich Captain werden und dann den Ball nicht abgeben. Und dann wundern, dass man da unten ist. Achso, das war mein Spieler. Ja. Du bist zumindest die Nummer 10, glaube ich. Ja. Geschaut, wie ich bin, habe ich natürlich gleich 10er Trikot genommen. Oh, mit dem neuen Kessel. Danke. Bis da jetzt muss schon urlang her sein, das ist voll. Ich glaube, das ist nicht so lange her. Das war ja nix. Fuck! Oh, okay. Alter, du fährst meinen Spieler? War's da? Der war's wahrscheinlich. So ein Wechsel tut weh. Ja, bist du eigentlich mit deinem Spiel zufrieden? Er zeigt zu wenig, finde ich. Er zeigt viel zu wenig. Ich kann mit ihm nicht ganz so gut umgehen. Muss ich ehrlich sagen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Notfalls wird er halt ausgemustert, wo ist scheiß drauf. Ich finde auch ZM passt irgendwie nicht. So. Bitte? ZM passt auch irgendwie nicht so. Finde ich. Da ist die Frage, welche Position denn dann? Schwere Position. Warte nicht, welche Position. Stimme hätte ich lassen. Stimme letztens. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Das ist ja auch wegen unserer, wo wir, noch gespielt haben gemeinsam. Diesen Vereinsmodus. Achso, Pro Club. Ja, da hat er ja auch ZM gespielt und es war gar nicht so schlecht, sag ich mal. Ja, aber dass sie die Attribute nicht eingestellt. Die haben sich automatisch eingestellt. Musst du die Attribute auch so. Vielleicht ist es eh gut, aber dann musst du die Attribute halt anpassen. Und wenn du nicht umgehen kannst, ist halt irgendwas falls. Ich hab meinen halt eher aufs Passtechnische, Flankentechnische eingestellt auf der Seite. Ja, ich habe ihn eher auf. Eigentlich eher auf Schuss gemacht und. Weißt du, dass er abzieht? Schnelligkeit. Ja, aber das brauchst du eigentlich so nicht, das ZM. Da muss ich die Bälle verteilen eigentlich. Nein, das ZM muss ja auch abziehen, sag ich mal. Aber eher weniger. Dann als Zehner verteilst du die Bälle nochmal. Bist du normal, der das Match dirigiert. Das heißt, da müsste ich ihm eigentlich mehr Passstärke geben. Statt mehr Übersicht und sowas. Mhm. Beispiel ist ein Iniesta jetzt, das ist so ein typischer Zehner gewesen. Der auch nicht oft Tor geschossen. Weiter. Muss ja keiner hege. Modric ist ein Zehner zum Beispiel.
bei Kroatien. Ja, kann sich Lotte da befreien vielleicht. Und einem Sieg. Bist du deppert. Das war ein Dankeschön an die Zuschauer im dritten Rang, die sich keine Karte leisten konnten, die eine bessere Sicht hat. Oh, Piosek. Oh! Bist du tot? Browndams sind ordentlich durchgewachsen. Wir hatten gute Zeiten, wir hatten schlechte Zeiten, doch wir blieben uns treu! Troy, so Troy. Du bist eigentlich gut gewesen, aber du hast weniger Power. Das heißt, du gehst leider. Obwohl du derzeit gut warst. Derzeit würde sich eben Lotte auf Platz 7 vorschieben. Exit auf die 9 zurück. Also warte mal, ich glaube, ich habe eh keinen Wechsel mehr. Scheiße, ich habe ja keinen Wechsel mehr. Da brauche ich eh nicht spekulieren mehr. Habe ja vergessen, dass verletzungsbedingt einer raus musste. Oh, da geht drüber. Okay. Hätte zu 10. Oh. Danke, komm um. Komm um, Schädel. Aber mit dem Elfer drüben gibt's nicht. Aber da, wenn er ein bisschen. Na. Alter, ich hab keinen Rechtsfuß. Ach, sag ich auch nicht. Der Position. Also nimmst du ihn direkt. Ja, der war schon. Drinage. Wow. Ich kann's nicht fassen, wie dein Freistoß-Tor. Ich sag ja, du hast in der Champions League auch welche geschossen. Da kann ich mich voll nicht dran erinnern. Ich hab das hier nicht rausgezogen. Oh. Da haben wir eine eigene Statistik gehabt, wie Elfer, Freistöße. Okay. Ja, und das könnte jetzt für dieses Spiel schon viel bedeuten. Der erste Sieg für Lotte zum Beispiel. Na. Schön. Ich brauche einen Seitenwechsel, warum du den gemacht hast. War unlogisch gewesen. Und am anderen hast du eh Platz gehabt auf der Seite. Mhm. Und dann hohen Ball verzögerst du das Spiel wieder. Das heißt, da kann die Verteidigung wieder aufrücken. Naja, ein hoher Ball verzögert das Spiel. Ja, das stimmt. Bis du den runtergenommen hat. Bis der Ball einmal unten ist vom Spieler.
Siehst du jetzt den Ball jetzt zum Beispiel hoch gemacht? Hätte er wahrscheinlich gar nicht gekriegt, weil es Pfannverteidiger schon dort ist. Stimmt. Na, ich weiß, früher habe ich ja viel, viel mehr hochgespielt eigentlich. Ja. Boah, Alter. Schade. Ah. Ah, oh, das war abseits, glaube ich. Ah, oh, schön gesehen. Ja. Puh, das war jetzt knapp, aber trotzdem. Aber ich dachte echt, dass das abseits war. Exeter kommt hier richtig unter die Räder. Ja, und für Lotte ein leichter Aufwind. Schieben sich auf Platz 6. Auf Platz 7, Entschuldigung. Und Exeter auf die 10 jetzt herunter. Ja, überraschend für mich. Dieses Spiel. Überraschend, muss ich sagen. Lotte siegt. Exeter verliert wieder. Ja, Trimic, 2 Tore. Und ein Assist. Und ein Assist. Alter, ich weiß nicht, was da jetzt los ist. Ich auch nicht. Na gut. Hast du irgendwas drückt am Anfang, oder? Nein. Okay. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Macht es gut. Bis dann noch dran. Ciao, Baba.